Ja, moin ihr Lieben, seid gegrüßt hier von meiner Big Liz, dem Refit einer Early 800, wo wir so ziemlich in den letzten Zügen sind. Ende des Monats wollen wir fertig sein. Und ich habe ja, wo ich diese Navi-Ecke fertiggestellt habe, schon mal ganz kurz drauf gehalten und gesagt, bei Zeit mache ich dann mal ein Video zur Elektrik. Die ist hier in der Navigation untergebracht. Ich da lange so ein bisschen gesträubt mit Elektrik drum und dran, irgendwie was zu machen und Social Media mäßig irgendwie zu posten oder darzustellen, was einfach daran liegt, wenn man sich das in den Social Media, in den diversen Segelkanälen heutzutage anschaut, dann habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, es geht hier um entdecke die elektronischen Möglichkeiten. Oder man könnte meinen, dass viele Segler eigentlich nur ein Boot haben, um ihr Hobby Elektrik auszuleben. Was grundsätzlich auch völlig in Ordnung ist, soll jeder sein Hobby so ausleben, wie er das möchte. Die meisten Segelboote oder Yachten, die so 20, 30 Jahre auf dem Buckel haben und 3, 4 eigene hatten, wenn man da den Elektroschrank aufmacht, dann gibt es das nackte Grauen und es gibt so einen berühmten Spruch, pro Eigner eine Elektrik. Also jeder versucht sich da irgendwie mal dran. Und das, was man zum Teil dann hinter den Shops sieht, ist das nackte Grauen. Wenn man dann bedenkt, dass man auf diese Grundelektrik, die das nackte Grauen ist, noch weitere moderne Systeme obendrauf packt, dann ist das immer so ein Punkt, wo ich sage, wow, zum Glück sind es nur 12 Volt und die Gefahr, dass etwas in die Luft fliegt, ist relativ gering. Ja, ich gehöre zu der Fraktion 2 Kabel, 2 Probleme. Und das bedingt einfach durch meine Erfahrung, die ich beim Segeln oder der Zeit, die ich schon auf See verbracht habe. Denn das Schwierige ist immer, dass Strom und Wasser und natürlich auch Wärme Dinge sind, die nun wirklich nicht gut zueinander passen. Ja, und ansonsten ist es so, dass ich die Hürde ja für ausgiebiges Fahrtensegeln und auch Langfahrt refittet habe. Und da spielt die Stromversorgung an Bord natürlich eine wichtige Rolle. Und wenn man sich das so anschaut, wo die Reise da heute hingegangen ist im Bereich der Elektrik auf Booten, dann ist das ja nicht mehr Elektrik zur Stromversorgung, sondern es fallen diese Begriffe Energiemanagement. Und ich denke dann immer so, meine Güte, müssen die Segler jetzt alles zu Facility-Energiemanagern oder sonst was verkommen, damit sie einen Haufen Elektronik kaufen. Ich tick da ein bisschen anders, also nicht falsch verstehen. Jeder soll das natürlich so machen, wie er gerne möchte. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, dann kann ich vielleicht mal kurz erklären, was wir gemacht haben. Also hier auf dem Boot haben wir tatsächlich im Rahmen des Refits alles, was hier an Leitungen, an Versorgungssystemen vorhanden ist, komplett entkernt und entfernt und vollständig neu aufgebaut. Ja, dann gehen wir hier auf der Übersicht mal durch, was ich denn hier als Minimalausstattung, mit der man durchaus auch auf Langfahrt gehen kann, habe. Ja, fangen wir mal ganz, ganz links oben an. Hier ist eine kleine Navigationsleuchte. Das ist so ein Modell von Heller. Das gibt es irgendwie auch schon seit 40 Jahren. Und das ist kein Schwanenhals, sonst was, sondern eine fest installierte Lampe. Kann ich so ein bisschen schwenken. Diese ganzen Schwanenhalskonstruktionen als Navilicht während des Segelns, ich habe noch nicht keine entdeckt, die wirklich funktioniert. Die haben zwar auch Rotlicht für nachts dunkel, alles prima, aber ich glaube, wenn die Kunden auch tatsächlich nachts segeln würden, dann hätten sie solche Schwanenhälse nicht. Das Schwierige ist nämlich, dass die Schwanenhälse, wenn das Boot fährt, ist immer Bewegung im Boot oder auch Erschütterung oder Vibration, dann wackeln diese Schwanenhälse mal ganz, ganz leicht. Und man kann mal so eine Taschenlampe nehmen und auf dem Buch halten im Dunkeln und kann so ein bisschen zittern und stellt fest, dass es vollkommen unmöglich ist, noch irgendetwas abzulesen. In dem Falle aus der Seekarte, Tiefenangaben, Tonnen, die findet man so nicht. Deswegen haben wir hier dieses alte Modell. Das haben wir mit einer LED-Birne bestückt und dann funktioniert das einwandfrei. Ja, darunter haben wir zwei 220 bzw. 230 Volt Wechselstrom-Steckdosen. Die sind aber nur im Betrieb, wenn Landstrom von draußen anliegt. Ich habe also keinen Inverter, keinen Spannungswandler an Bord. Brauche ich nicht. Ich finde die Dinge auch eher suboptimal, denn aus 12 Volt 230 Volt zu machen, ist eigentlich eher eine Notlösung. Auch wenn es mittlerweile Geräte gibt, die da bis 3,5, 4, 5 kW gehen.
Aber die Ströme, die da aus dem 12-Volt-Bordnetz fließen, sind so exorbitant, dass man Batteriebänke bis sonst wohin braucht, um Geräte daran zu betreiben, die zu Hause vielleicht Standard wären. Also das macht für mich wenig Sinn. Ja, dann haben wir hier oben ein Radio, also Musik. Ich höre gerne Musik, ist mir sehr, sehr wichtig. Und das ist ein Infusion, das ist eine Tochter von Garmin. Und der Hauptgrund, warum ich mich für dieses Radio entschieden habe, weil ich nenne das liebevoll, das ist ein Rentnerradio. Rentnerradio deshalb, es hat ganz wenige große, dicke Tasten und ein großes Display. Okay, Rentner bin ich noch nicht oder zumindest nicht Vollzeit. Und diese üblichen Autoradios, die auch im Kfz eingesetzt werden, die man meistens auf Schiffen immer findet, finde ich eigentlich komplett bordumtauglich, weil diese kleinen DIN-1-Schacht-Miniatur-Mäusekinos, die 20 Minitasten, die man hier vor Ort sieht, diese zu bedienen, die dann auch in irgendwie Englisch beschriftet sind, ich sehe das auch beim Chartern. Ist ein Pioneer, ist ein Kenwood-Radio drin, jedes funktioniert völlig anders und bis man da mal durchgestiegen ist, ist der Urlaub meistens vorbei. Das ist ein ganz, ganz simples Radio, ganz, ganz wenige Tasten. Altmodisch ist es trotzdem nicht, denn es hat auch eine Bluetooth-Schnittstelle. Man kann also Geräte mitkoppeln. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut und es braucht auch nicht sehr viel Strom. Auch wenn wir im Schiffsinneren sind, ist es wasserdicht, beziehungsweise so, ich glaube, IPX6 oder 7 sogar. Ist also auch gegen Feuchtigkeit geschützt und hinten vollkommen geschlossen. Ja, die Lautsprecher dazu, ich weiß nicht, sieht man über mir, wenn ich den Kopf runter mache. Die sind hier ein Zwei-Wege-System auf beiden Seiten. In den meisten Schiffen sind die Lautsprecher ja immer in den Salonschränken integriert. Ich finde das extrem unglücklich, denn wenn man irgendwie im Salon am Tisch sitzt, was isst und im Hintergrund Radio hören möchte, hat man immer den Lautsprecher neben seinem Ohr. Das ist sehr unangenehm und deshalb finde ich die Lautsprecher hier an dem Shot sehr angenehm. Man hat einen Stereo-Sound, das kommt nach vorne und es ist halt eine indirekte Wahrnehmung und man hat es nicht direkt am Ohr. Ja, darunter haben wir die Dinge, die jetzt für die Nautik bzw. für die seemännische Arbeit oder für das Befahren von Seegebieten einfach erforderlich sind. Das ist hier ein UKW-Funkgerät, ein E-Com. Ja, Boot ist noch nicht fertig und es gibt schon Nachfolger davon, aber ist überhaupt nicht schlimm. Dieses Gerät gab es sehr, sehr lange. Ich kenne dieses Gerät. Und das ist von der Bedienung einfach klasse. Und da ich das Gerät von der Bedienung kannte, habe ich gesagt, das ist bewährt, da kann ich von Tag 1 an gut mit umgehen. Dann ist hier entsprechend dazu angebracht, das Bedien- bzw. das Sprechteil. Und in diesem Funkgerät ist auch das AES integriert. Das heißt, es ist aber nur ein AES-Empfänger. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, AES-Signale von anderen Schiffen, Positionen etc. mir hier auf dem Gerät anzeigen zu lassen und auch Alarme auszugeben. Ja, dann habe ich hier noch, auch altmodisch, heute macht man das glaube ich nicht mehr, ist gar keine Vorschrift mehr, den UKW-Hauptschalter. Also das ist die Sicherung für das Funkgerät. Und die Sicherung, man hat das früher so gemacht, ich fand das auch sinnvoll, die läuft nicht über das Hauptschaltpanel, sondern das Funkgerät hat eine eigene Stromverbindung direkt zur Batterie. Wenn also hier irgendetwas ausfällt oder kaputt geht, dann habe ich halt immer noch völlig autark davon das Funkgerät, was direkt an der Batterie angeschlossen ist und kann im Notfall halt auch bis zum Schluss ja, funken, was so hoffentlich nicht vorkommt. Dann haben wir hier eine kleine Fernbedienung bzw. ein Display-Bedienteil. Das ist von dem Hochleistungsladeregler, den wir hier verbaut haben. In dem Fall ein Stirling-Hochleistungsladeregler. Das kleinste Modell, das reicht bei mir vollkommen aus. Das ist dafür da, um die Lichtmaschine dafür nutzen zu können, um auch tatsächlich vierstufig eine Batterie schnell vollladen zu können. Also die Lichtmaschine liefert dann einfach deutlich mehr Strom. Ist natürlich abgestimmt in den Größen. Lichtmaschine ist auch neu. Und wir haben eine 70 Ampere Lichtmaschine hier verbaut und den bis maximal 80 Ampere zugelassenen Laderegler.
Und in Verbindung mit der dazugehörigen Batterie, 135 Amperestunden, ist das Ganze auch in so einem System, dass die Lichtmaschine nicht bis zum Exitus arbeiten muss, sondern relativ kurz nur immer stark belastet wird. Ja, dann habe ich gleichzeitig, ist das auch noch die Anzeige, die Starterbatterie ist ja auch an den Stirling Hochleistungsladeregler angeschlossen. Das heißt, ich kann mir hier den Stromverbrauch und die Spannung von Service und Starterbatterie anschauen und kann mir auch die Temperatur der Lichtmaschine anzeigen lassen, die Temperatur der Batterien, damit diese nicht ausgasen, weil sie zu viel Strom kriegen. Da schützt sich das System entsprechend selber mit. Und das Gerät ist auch gleichzeitig ein Unterspannungsalarm. Wenn also irgendwie der Saft knapp wird, dann meldet sich dieser Apparat. Ja, hier neben haben wir ein Panel, das hat auch mit Strom zu tun. Hier ist allerdings ausschließlich die Servicebatterie dran angeschlossen. Und wir können uns das hier auch anzeigen lassen, aber halt nur, wenn der Motor entsprechend läuft und Strom in die Verbraucherbatterie hineingeht. Das kann ein bisschen mehr. Das kann nämlich die Stromentnahme und die Stromzufuhr in die Batterie anzeigen. Wir haben also hier die Spannung, die anliegt, 13,21. Und hier den aktuellen Stromverbrauch. In dem Fall ist es so, dass wir keinen Stromverbrauch haben, sondern wir haben gerade einen Überschuss von 0,4 Ampere. Das ist das bisschen Solar, was wir hier oben auf dem Dach haben. Mit künstlicher Beleuchtung liefert es also nicht gerade allzu viel. Auch nochmal zusätzlich dran so eine USB-Steckdose, worüber ich direkt aus dem Bordnetz, aus dem 12-Volt-Bordnetz mit USB 5-Volt-Geräte, Smartphone, Tablet etc. laden kann. Da haben wir hier zwei Stück von und hier haben wir auch nochmal zwei Stück von, also insgesamt vier Stück. Und ich bin ganz froh, dass ich hier positioniert habe. Denn wer kennt das nicht, die Navigationstische sind doch meistens immer eher Ablageort für alles Mögliche. Meistens für Tablets und Handys, auch für Mitseglern, weil die Dinger brauchen ja Strom. Die müssen dann irgendwo mit Ladekabeln angeschlossen werden und dann liegt ja alles voll. Ich habe die hier positioniert und hier unten drunter mir so ein Netz reingesetzt. Das heißt, ich kann hier ruhig ein Smartphone reinlegen und habe direkt den Kabelanschluss hier oben, kann das Kabel da reinstopfen und fliegt es hier irgendwo rum. Hier haben wir tatsächlich noch, und ja, es ist immer noch nicht ausgestorben, die klassische 12-Volt-Steckdose, ne, wo man also so 12-Volt-Adapter reinpacken kann. Auch nie verkehrt, das als Not-Backup nochmal haben zu können. Ja, dann ist das das Hauptsicherungspanel. Wie man sehen kann, es sind lediglich 7 Schaltkreise, also ich habe wirklich nicht sehr viel Elektrik an Bord. Für die Beleuchtung, für die Navigationsinstrumente. Und der Autopilot, Radio, CD, Kühlbox, Heizung und halt für die 12-Volt-Steckdosen, die sind separat abgesichert, denn 2,1 Ampere maximaler Strom, der aus so einer Dose rausgeht, 4 Stück haben wir, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Diese Schalter sind jetzt nicht nur Schalter, um hier einen Stromkreis ein- oder auszuschalten, sondern das sind gleichzeitig auch die Sicherungen. Man sieht das heute viel auf modernen Booten, dass es diese mechanischen Schalter nicht mehr gibt. Oft auch so Touch-Displays. Und da sind die eigentlichen Sicherungen irgendwo hinten im Schub verbaut. Diese Arto-Flachsicherung kennt jeder. Wenn die durchgebrannt ist, muss man die wegschmeißen, hat hoffentlich die richtige dabei. Das ist hier nicht, wenn hier irgendwas nicht stimmt, springt die Sicherung raus. Dann kann ich den Effekt beheben oder prüfen und kann den Stromkreis und die Sicherung wieder einschalten, wie man das vom Sicherungsautomat zu Hause auch kennt. Ja, dann haben wir hier noch einen Fireport. Das sieht man bei den Motorräumen eigentlich. Da ist das vorgeschrieben. Ich habe das auch in der Elektrotafel, denn wenn hier ein Schwelbrand drin ist und wenn Elektrik brennt, dann sind es meistens Schwelbrände, denn die schmorende Kabel. Dann ist das gar nicht so eine gute Idee, die Klappe aufzumachen, Sauerstoff zuzuführen. Dann kann es nämlich richtig brennen. Hier sind zwar auch Löcher, Grifflöcher, aber hier passt ein der Schlauch von einem Feuerlöscher nicht rein. Deswegen haben wir hier einen großen Fireport. Ja, hier hinten, ich muss mich mal ein bisschen drehen, sonst dass ihr sehen könnt. Hier ist der Betriebsstundenzähler vom Motor. Das mag vielleicht auch für viele irritierend sein, warum der hier ist, denn üblicherweise ist er draußen am Motorbedienpanel. Macht auch Sinn, alles gut.
Die Praxis ist aber auch die, dass man nach einem Turn irgendwo ankommt, den Anker schmeißt oder einen Hafen anlegt, das Logbuch aufschlägt und da natürlich auch die Distanzen, die Erdmaler eintragen möchte. Und oft ist es so, man hat draußen alles eingepackt, der ein oder andere Segler kennt das. Dann sitzt man hier, macht in Klammern die Buchhaltung im Logbuch und dann denkt man so, oh, wie viele Stunden ist man denn heute Motorrad? Und man müsste jetzt wieder aufstehen und nach draußen rennen, das Display anschalten, warten, bis das hochgefahren ist, um die Betriebsstunden abzulesen. Ja, ich keine Lust zu. Deswegen habe ich hier einen mechanischen Betriebsstundenzähler hier unten eingebaut. Denn draußen, während ich Motorrad, interessieren mich die Betriebsstunden nicht wirklich. Ja, hier drunter haben wir die Positionslichter. Diesen Schalter gibt es leider auch nicht mehr. Also ich habe einen der letzten davon ergattert, von Aquasignal. Das ist so ein Drehschalter. Ne? Also man kriegt da wirklich sämtliche Positionsstellung in einen einzigen Schalter untergebracht und muss halt nicht so ein zusätzliches Bedienteil, so eine Tafel reinsetzen. Ich finde das ein klasse Ding. Und darunter haben wir das Bedienpanel für die Standheizung. Und da habe ich mich auch für ein manuelles Panel mit richtigen Drucktasten und Drehregler entschieden. Die Dinger sind heute eigentlich auch digital zum Touch und solche Sachen. Ja, aber meine Erfahrung ist, Elektronik an Bord hat immer nur eine sehr begrenzte Lebensdauer. Deshalb bin ich dann lieber der analoge Freund von analogen Bedienteilen. Ja, dann würde ich sagen, ich mache die Kiste mal auf. Also wie gesagt, ich bin kein Experte, kein Profi, aber ich habe halt wirklich versucht, alles hier vernünftig unterzubringen. Und ich habe Folgendes gemacht für die Installation in dem Refit. Ich habe das Ganze als Panel vorgefertigt und es gibt zwei Paneele. Einmal dieses Panel. Das ist im Grunde das Verbrauchspanel. Und hier hinten drin steckt ein zweites Panel. Das ist im Grunde das Energieversorgungspanel. Und das konnte ich auf Holzplatte entsprechend vorfertigen, alles verkabeln und verdrahten. Dann hier hineinsetzen und brauchte das nur noch anklemmen. Denn das Arbeiten hier in diesem recht beengten Raum ist dann noch nicht gerade unbedingt so toll. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier ganz rechts das Ladegerät, was, wenn ich im Hafen bin oder Landstrom habe, für eine entsprechende Batterieladung sorgt. Wie ihr sehen könnt, das hat lächerliche 10 Ampere. Die meisten Geräte oder die meisten fangen auf ihrer Yacht ja gar nicht unter 25 Ampere Strom an. Das ist in Ordnung, wenn man entsprechend viel elektrische Verbraucher an Bord hat. Ich habe die nicht. Deswegen brauche ich das nicht. Und diese Faustformel, so man sollte seine Batterie mit 10% der Gesamtkapazität laden, kommt ungefähr hin. 135 Ampere Batterie, 10 Ampere Lader. Dazu kommt dann noch Sonne und Wind. Je nachdem kommt auch noch mal ein Ampere dazu. Liegen wir bei den 10%, mit dem auch die Batterie am längsten hält. Ja, dann haben wir daneben Reinklemmen reingesetzt für die Stromversorgung, wo wir halt dann hier auch direkt beschriftet, ich muss das so machen, weil ich bin kein Profi, damit ich den Überblick nicht verliere, genau sehen können, welche Reihenklemme ist welcher Stromkreis. Das Ganze läuft dann hier auf die Sicherungsautomaten von dem Bedienteil. Und wir haben links daneben noch einen Spannungsgleichrichter. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen blöd, der macht aus 12 Volt 12 Volt. Nicht ganz, aber fast. Es ist folgendermaßen, wenn man überall LEDs im Schiff verbaut, sagen die Hersteller zwar, die sind multispannungsfähig, können also von 8 bis 32 Volt alles verarbeiten. Das tun die auch, aber das stimmt nicht so ganz, denn wenn man diese LEDs, die grundsätzlich eigentlich für 12 Volt gebaut sind, mit höheren Spannungen versorgt, dann verschleißen die schneller und dann halten die nicht mehr versprochene 5000 Stunden. Deswegen haben wir hier einen Spannungsgleichrichter drin. Das heißt, egal ob da 14 Volt, egal ob da 8 Volt reingehen, da kommen 12,8 Volt immer konstant raus, versorgen die ganze Beleuchtung und versorgen auch die USB-Stecker, die ich an den Lampen dran habe. Dass das also immer eine konstante Spannung bleibt. Dann haben wir links daneben, weiß ich, ob man das noch sehen kann, hier eine Antennenweiche, welche UKW, Funk und AES-Signal entsprechend aufsplittet. Ja, hier im Deckel ist das Funkgerät. Hier ist besagtes Radio. Man sieht hier nur Kühlkörper, also das ist hinten komplett verschlossen.
Ja, das Ganze läuft dann, das hinten, das kann man, ich zeige das nochmal in Bildern nachher. Hier ist das kleine NMEA-Netzwerk, bestehend aus 5 Anschlüssen. Und dann haben wir hier noch die Hauptsicherung gesetzt für das Schaltpanel. Also zwischen, bevor das Stromkabel, was hier hochkommt, in diese Verteilung reingeht, ist es nochmal abgesichert. Genauso auch, was vom Ladegerät halt runter in die Batterie hineingeht. Ja, Strom und Feuchtigkeit, Riesenthema. Deswegen ist dieser Raum, dieser Schrank sozusagen, auch oben an der Decke und allseitig vollständig isoliert, damit wir hier kein Schwitzwasser drin haben, was auf kleinen Booten oft ein Problem ist, Kondensat und Schwitzwasser. Es muss also gar nicht mal schlechtes Wetter sein, sondern so Bereiche sind häufig feucht im Schiff. Zweite Problem bei Elektrik, was Elektrik schnell dahinraffen lässt, ist Temperatur und Hitze. Und gerade wenn man diese Systeme hier kompakt verbaut, ist es halt so, dass da drin doch, wenn hier das Ladegerät voll im Betrieb ist, ein bisschen Temperatur entsteht. Da haben wir ja einmal so eine Permanentbelüftung, denn der Boden hier unten drin, der ist eingeschlitzt, dass also von hier unten Luft reinkommen kann. Und hier oben durch die Grifflöcher kann entsprechend Luft auch wieder austreten, dass da immer eine konstante Belüftung drin ist. Ja, wie gesagt, ich habe hier Minimalausstattung und wenn man sich das so anguckt, es ist schon Wahnsinn, was da an Kabeln zusammenkommt. Und man sollte halt auch wirklich gucken, das war so eine goldene Regel, wenn man das fertig verdrahtet hat, dass hier also nichts Blankes sichtbar ist, dass man also eigentlich im Grunde mit einem 15er Schlüssel hier einmal durchgehen kann, ohne dass man einen gewischt bekommt oder es einen Kurzschluss gibt. Und was ich als Tipp vielleicht auch noch empfehlen kann, bei den Kabeln, bei den Leitungen, nehmt für so Installationen immer verzinnte Leitungen. Das ist leider nicht Werftstandard. Die meisten benutzen ganz normale Kupferkabel, H07 und dann oder H05 XXX, was halt auch für die Verwendung in Fahrzeugen, Wohnwagen etc. zugelassen ist. Das Problem ist immer, dass normales Kupferkabel nicht nur korrodieren kann, sondern Kupferkabel halt auch eine Kapillarwirkung hat. Das heißt, wenn hier irgendeine Leitung, die durchs Deck rausgeht und draußen einen Anschluss hat, undicht wird, dann entsteht eine Kapillarwirkung, das heißt, die Kupferlitzen saugen im Grunde dann die Undichtigkeit, die Feuchtigkeit ran. Das wandert durchs Kabel, bis man irgendwo an der Elektronik angekommen ist und dann macht es buff. Man kennt das aus dem Kfz-Bereich, da ist nämlich sowas auch schon durchaus mal passiert. Stichwort, ich sag mal, Ölstoppkabel. Weil da tatsächlich Öl, das durch Kapillarwirkung durch Kupferkabel läuft, Motorsteuergeräte gesprengt hat. Mit verzinnter Leitung passiert sowas nicht. Die korrodiert nicht, die ist feinadrig, verzinnt. Sollte man verwenden und ob man jetzt 80 Cent für einen Meter Kabel ausgibt oder einen Meter 1,50 Euro, macht jetzt für den Endverbraucher, glaube ich, nicht so den Unterschied. Für eine große Werft natürlich schon, die da mehrere Kilometer von dem Monat verbauen. Ja, dann schließen wir das Ganze mal wieder. Okay, ja, dann packe ich noch ein paar Fotos hinten rein. Wenn Fragen sind, einfach mal unten in die Kommentare. Gerne auch Tipps. Wie gesagt, ich bin kein Fachmann, kein Experte dafür. Gibt verschiedene Wege, verschiedene Varianten. Alle sind völlig in Ordnung. Ja, freue ich mich drauf. Okay, Leute, dann in diesem Sinne. Es geht fleißig weiter. Und ja, schauen wir mal. Werden mit Sicherheit noch das ein oder andere Video mal machen. In diesem Sinne, euch eine gute Zeit von der Weglitz und bis bald.